ausgezeichnet werden? Ja, weil man auf anderes verzichtet, zum Beispiel auf Boxen und DFB-Pokal. Ja, das sind hohe Summen gewesen, die darauf... DFB-Pokal ist wesentlich günstiger und macht genauso viel Quote. Ich stelle mich der Diskussion, ob es zu viel Spitzensport ist. Das mag sein. Aber sich eine Sache rauszupicken und zu sagen, die dürft ihr nicht machen, da frage ich dann, warum. Ihr. Ich muss doch berechnen als Verantwortlicher, ist das ein interessantes Angebot für das Publikum? Was kann ich drumherum packen? Passt das zu dem Sender und dem Bereich Champions League? Haben wir gesagt, ja, es passt dazu. Und das, man sieht, und die, Bezahlsender, passt das die Bezahlsender beklagen sich natürlich auch darüber. Die sagen, es gibt kein Grundrecht auf eine Live- und Free-Ausstattung der Bundesliga beispielsweise. Glauben Sie, dass man das einem Zuschauer vermitteln könnte? Das ist also eben, ich glaube, dann nur wir im diskutieren über diesen anachronistischen, unzeitgemäßen Begriff der Grundversorgung. Heute ist der Zuschauer sozusagen überversorgt. Also ich glaube, es muss überhaupt kein Tabu geben, aber es muss ein Anspruch auf Wirtschaftlichkeit und Effektivität geben. Und da möchte ich schon bei einem konkreten Beispiel bleiben. Beim Beispiel die Rechte für London und für die Winterspiele zuvor, zwei Jahre zuvor in Vancouver. Die und ZDF haben 146 Millionen Euro dafür gezahlt. Mhm. Die BBC, auch kein kleiner Sender, im eigenen Land mit den Olympischen Spielen, zahlt gerade mal die Hälfte. Da stelle ich mir schon als Gebührenzahler die Frage, hat man da clever verhandelt. Und noch mal was Oliver Pocher ja indirekt ansprach. Ich muss wirklich noch mal zu Protokoll geben. Ich kann diese Zahlen nicht bestätigen. Ich kann jetzt nicht jede Summe der letzten Jahre nennen. Sie verraten aber diese Vergleiche Zahlen, wie viel Geld Sie an Gebührengelder für Sportrechte ausgeben. Das ist ja ein Teil des Problems. Wir haben nur ein paar Spaß-Bobfahrer in England. Deshalb sind die Winterspiele für die BBC völlig uninteressant. Und es geht natürlich auch nach Größe nicht des Landes. Uns. Da wird ja auch nämlich also mehr. Also ich finde diesen Vergleich, ich folge Ihnen in einem. Und unsere Ausgaben werden ja gesteuert dadurch, über die Einnahmen. Was wir haben, nur das können wir ausgeben. Ja? Aber wenn Sie jetzt anfangen, uns einzelne Punkte rauszupicken, zu sagen, das geht und das nicht, wollen wir darüber abstimmen, was möglich ist. Sondern dass die Gremien sagen, das muss doch die Eigenverantwortung des Senders sein. Natürlich offen für Kritik. Ich stelle mich ja der Kritik. Ich bin aber der Meinung, dass es für einen Sender, der in der Top-Gruppe, das ZDF, ich darf es in aller Bescheidenheit sagen, war im letzten Jahr der meistgesehene Sender und vor allem in der Primetime sehr attraktiv. Wir haben den höchsten Anteil an Informationssendungen an allen Vollprogrammen. Da kann ich jede Statistik mit Ihnen gegenhalten. Ja, aber das Traurige ist doch auch... Wir stützen damit das Heute-Journal. Das Heute-Journal ist das meistgesehene Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Muss man aber fairerweise sagen, läuft nach einem Länderspiel mit 22 Millionen und das aber rechnet doch sich nicht dann... nicht nur, Herr Pocher. Nee, aber ich weiß, aber es kriegt alle Preise, die es gibt. Es scheint auch eine gute Sendung zu sein. Oder ist das jetzt... Die Krise ist gleich dran. Ich will noch mal eine Frage nicht übergangen. Ich will eine Frage nicht übergangen haben, weil auch das ist ein häufig gemachter Vorwurf, dass wir diese teuren Fußballspiele, diese teuren Fußballrechte auch deshalb erwerben, um jüngere Zuschauer wieder an unser Programm zu binden, die gegebenenfalls bis dahin nicht mal mehr wissen, auf welchen Knopf sie eigentlich auf der Fernbedienung drücken. Die zahlen Gebühren, auch die Fußballfans zahlen Gebühren. Werden in diesem kleinen Bereich werden sie eben versorgt. Der Anteil von Fußball ist unter 1% im ZDF-Programm. Unter 1% gerechnet in einem Sportjahr. Herr Käse ist dran und dann Herr Siebenhaar, Entschuldigung. Also 2010 ich möchte an der Stelle aber auch nochmal, weil Herr Bellut jetzt an der Stelle so in die Zange genommen wird, auch mit guten Argumenten, aber ich möchte auch nochmal dem ZDF ein Kompliment dafür aussprechen, dass Sie sich wirklich an einer Stelle auf Ihren Leisten konzentrieren, nämlich Sie machen wirklich Video und Sie machen das anders als die ARD. Sie greifen die Verlage und auch die Redaktionen nicht an, indem Sie den Versuch unternehmen, uns mit Texten als Verlagen, sozusagen als Zeitung, das Publikum mit Gebühren finanzierten, dann am Ende im Endeffekt kostenlosen oder scheinkostenlosen Angeboten Konkurrenz zu machen. Das ist wirklich anerkennenswert, dass das ZDF hier ganz klar sagt, wir kommen aus einer Geschichte des Bewegtbildes, das ist unsere Tradition, das ist unser Auftrag. Und wir versuchen nicht, das Internet dafür zu nutzen, elektronische Presse zu machen. Da ist die ARD, deswegen haben die Verlage auch gegen die ARD geklagt, gegen die Tagesschau, anders aufgestellt. Mhm. Das Kompliment, Herr Bellut, an das ZDF, dass Sie da anders denken. Können Sie ein Vorbild mehr machen? Herr Siebenhaar war der Nächste. Jetzt wird's ganz bitte kein Kompliment. Kein Kompliment, nur eine faktische Darstellung. Das würde mich sehr irritieren. Nur eine faktische Darstellung. Ich meine, was Oliver Pocher ja angesprochen hat, das ist ja augenscheinlich. ARD, ZDF, aber auch die dritten Programme haben Zuschauer. Das Durchschnittsalter liegt jenseits der 60 Jahre.
Thomas Bellut hat sich auf den Fahnen geschrieben, bis 2014 das Durchschnittsalter des ZDF-Zuschauers auf 60 Jahre zu drücken. War schon im letzten Jahr. War schon im letzten Jahr, haben Sie Ihren Plan sozusagen übererfüllt. Aber bei aller Bescheidenheit, ist es nicht auch eine Art medialer Offenbarungseid, wirklich sich sozusagen von zwei Drittel der Bevölkerung ja quasi schon verabschiedet zu haben? Also Sie machen sozusagen ja ein Programm für einen Teil der Öffentlichkeit und die Sportrechte, das sind sozusagen also die Beta-Blocker. Ich bin selber 50. Nein, die Sportrechte, bin ich ganz bei Oliver Pocher, sind zur Art die Beta-Blocker für jemanden, der Bluthochdruck hat. Sonst würde ja das noch viel schlimmer aussehen. Also Sie sind praktisch gezwungen, auf Gedeih und Verderb für viel, viel Geld, meines Erachtens für zu viel Geld, die Sportrechte zu erwerben. Und ich glaube, der Zuschauer hat ein Recht zu erfahren. Auch, und da sind wir bei einem Stichwort Transparenz, was wir heute überhaupt noch nicht drüber gesprochen hatten. Wie viel Geld wandert wohin? Was kostet die Bundesliga, was kostet die Champions League, was kostet die Olympischen Spiele, was kosten genau die Produktionskosten, was kosten vielleicht auch Mega-Shows und wie viel verdienen die Moderatoren als Produzenten und als Journalisten? Sie publizieren doch auch nicht, wie viel Sie für Ihr Papier, für Ihre Zeitung bezahlen. Aber es ist wettbewerbsrelevant, ja, was wir dort sagen. Aber darf ich noch mal auf die Altersstruktur? Das ist ja ein wichtiger Bereich. Also unser Durchschnittsalter war im letzten Jahr 60, das von der RTL 51, selbst vom Kika, weil die Omas mitgucken, ist an die 40. Ja? Wir bewegen uns also in höheren Regionen dort, ja? Weil einfach die Älteren auch mehr Fernsehen gucken. Und ich bin auch nicht bereit, so eine Art Altersscheu dazu machen. Also Menschen über 50 sind für mich schon wertvolle Zuschauer. Übrigens auch für die werbetreibende Wirtschaft, die bei uns eben nicht nach 20 Uhr werben darf. Wir arbeiten daran, mehr Jüngere zu erreichen, das ist doch klar. Trotzdem werde ich niemals Kernprogramme im Informationsauftrag abbauen, weil sie noch nicht ausreichend gesehen werden von den jüngeren Publikum. Wenn irgendwas passiert in der Welt, es gab viele Beispiele, zum Beispiel Fukushima oder damals Nordafrika und auch andere aktuelle Ereignisse, gehen die Zuschauerzahlen unserer Informationssendung gewaltig hoch, weil die Zuschauer nämlich wissen, wir halten Kompetenz vor und dann sind die Jüngeren dabei. Das heißt, letztendlich sind wir auch für die, die nicht ständig unser Programm sehen, so eine Art Rückversicherung. Sind wir gegebenenfalls aber nicht auch selber trotzdem sage ich, wir müssen noch besser werden in diesem Bereich. Wir müssen uns alle Mühe geben. Sie wollen nicht, dass wir es über Neo machen. Ja, wir werden sicherlich auch gerne bei Neo, aber bitte schön mehr des Kernauftrags bei Neo und nicht so viele Wiederholungen und nicht so viele alte Serien, die den ganzen Nachmittag überfüllen. Und eben nicht in die Nachtschicht. Okay, weil wir auch nicht das Geld haben, aber 30 Millionen, damit wird man doch ein bisschen ein gutes Programm machen. Und nun ist dann auch ein Gegenargument immer zu sagen, dass Unterhaltung ja auch mit zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen gehört und damit eben auch Rosamunde Pilcher mit dazugehört. Aber müssen es auch irgendwie in dieser Größenordnung die Kochshows sein? Muss es in dieser Größenordnung die Volksmusik sein? Hat man damit gegebenenfalls auch sein Publikum verprellt, was ein bisschen jünger ist als 60? Ich finde, jetzt kommt Herr Scholz mal ran. Ja, ich finde nur, dass man das gar nicht für immer festlegen kann. Es muss ständig diskutiert werden, was ist ein gutes Programm. Und ich bin sehr dafür, dass auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zum Beispiel ein Programm haben, das nicht nur sich auf ein ganz kleines Milieu, auf ganz wenige Leute beschränkt. Und deshalb sind natürlich auch Unterhaltungssendungen völlig okay im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aller Art. Trotzdem darf und muss man immer wieder diskutieren, ob irgendein Maß überspannt worden ist, ob es nicht auch neue Erfindungen geben muss, ob man attraktiver werden sollte. Aber wer behauptet, er wüsste jetzt zum Beispiel, wie in 10 Jahren Fernsehen stattfinden wird und was da geguckt wird, und ob das nicht alles sowieso nur bei der Weiterverwertung im Internet eine Rolle spielt, der ist ein kühner Mensch. Ich weiß es nicht. Gut, zweimal Stichwort Transparenz müssen wir noch abarbeiten. Herr Siebenhaar forderte die Transparenz in Bezug auf Verträge und Programmrealisationen innerhalb des Hauses. Und Herrn Scholz frage ich noch nach der Transparenz der Gremienarbeit der Politiker. Also was wir zum Beispiel für Nachrichten und anderes ausgeben, ist ja nachzulesen. Nicht? Wir veröffentlichen unseren Haushalt, da steht es drin. Sie meinen jetzt speziell den Rechtehandel. Ja? Wenn wir jetzt die Zahlen exakt, die sich grob ja rumsprechen, exakt herausgeben würden, ist das doch für uns, für die nächsten Verhandlungen schädlich, weil alle anderen wissen, wie viel wir bezahlt haben. Das würde doch niemand in der freien Wirtschaft machen. Wir legen diese Verträge natürlich unseren Gremien offen. Ja? Die wissen das, was das einzeln kostet. Und ich finde das ein transparentes Verfahren. Ihre Mahnung nach Transparenz im Prinzip finde ich richtig, zum Beispiel zu sagen, wie die Gehaltsstruktur in so einem Sender ist. Ja, bei freien Mitarbeitern, und darauf zielen Sie ja auf, Moderatoren, verteidige ich es, dass die nicht veröffentlicht werden. Ich bin schon der Meinung, dass auch wir uns intern, unseren Gremien, der Kontrolle stellen müssen. Absurde, hohe Honorare werden wir nicht zahlen dürfen und auch nicht in der Zukunft. Aber Top-Moderatoren müssen auch gut bezahlt werden. Richtig. Ansonsten
vor allem Nachwuchsmoderatoren. Richtig. Ansonsten sind wir doch wiederum im Wettbewerb behindert mit den anderen Sendern. Aber ich gebe Ihnen gerne zu, das muss Grenzen haben. Ja, finde ich auch. Endlich mal ein guter Punkt von Herrn Bellut. Herr Scholz, wann wird die Zeit von Parteipolitikern in den Gremien von ARD und ZDF zu Ende sein, glauben Sie, jetzt wo Sie schon diese Klage reiten? Zu Ende sein wird sie nicht, das wäre auch falsch, weil das ja ein Auftrag ist, die Rundfunkfreiheit muss ja auch von den Ländern mitgestaltet werden. Aber ich glaube, dass der Einfluss anders organisiert werden muss als bisher. Deshalb haben wir die Klage eingereicht und gesagt, das muss ein bisschen weniger werden, als das heute der Fall ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und bei der Transparenz glaube ich, dass wir uns alle immer ein Stück weit voran bewegen müssen. Wir haben in Hamburg ein Gesetz, Transparenzgesetz gemacht, was viele öffentliche Informationen betrifft für unseren Staat. Das nutzen zum Beispiel die Wanderfahrt sehr gut. Die alle jetzt, das hat aber nichts mit dem Transparenzgesetz zu tun. Die sind keine öffentliche Veranstaltung. Die zeigen alles. In dem Sinne, dass vom Staatswegen haben die das nicht gemacht. Also das ist mein Auftrag für Sie, dass Sie da ein bisschen dranbleiben. Ja, das bleiben wir. Ganz klar. An der Stelle mal. Wir sind übrigens aktuell wieder nicht zusammen. Wir sind wieder nicht zusammen. Das ist aber auch im Heute-Journal-Thema sicherlich. Jetzt kommt allerdings erst Markus Lanz. Und Markus Lanz hat unter anderem Michael Spreng und Achim Rohde zu Gast. Und ich darf mich bei der Runde sehr herzlich bedanken für mehrere offene Worte. Die Diskussion ist unter Garantie noch nicht zu Ende. Und wir bedanken uns irgendwie tatsächlich auch gleichermaßen bei Ihnen, dass Sie nicht Dschungelcamp gesehen haben. Nee, aber Ingrid von Bergen ist jetzt auch bei Lanz. Ach so? Was du alles weißt. Die Sendung ist sehr gut geworden. Ich würde sie jetzt anschauen. Olli Tschüss, bis nächsten Donnerstag. Hans-Peter Siebenhaar vom Handelsblatt und der Autor des schönen Buches Die Nimmersatten. Danke fürs Kommen.